Hallo meine Freunde, willkommen zu unserem neuen Video. Ihr seht, mein Freund Martin ist wieder da und immer wenn Martin da ist, geht es um einen Audi und zwar hier ist es ein Audi GT 5S. Ich habe heute einen älteren Audi mitgebracht, ein Coupé GT 5S, Baujahr 83 mit dem Motor Kennbuchstaben WN, also der 5-Zylinder, 1,9 Liter und Serie 115 PS. Das Auto macht furchtbar viel Spaß. Und ich denke, ich darf euch verraten, ich habe es mal vor 20 Jahren für einen Kastenbier gekauft. Das war damals noch möglich. Heute sind die Werte etwas anders geworden. Wir möchten euch bei diesem Motor heute zeigen, wie man die Ventilschaftdichtungen bei eingebautem Zylinderkopf wechselt. Um den Ventildeckel abzunehmen, müssen wir erstmal den Luftfilter und sein Gehäuse demontieren. Er hat so schöne Klammern und dann können wir ihn abnehmen. Der Entlüftungsschlauch muss auch weg. Dann lösen wir die Muttern hier. Raus mit den Muttern. Dann nehmen wir den Ring ab und entnehmen auch das Luftfiltergehäuse. Diese Arbeiten muss die ganze Riemenparade und insbesondere der Zahnriemen ausgebaut werden. Wie man das macht, haben wir euch ja letztlich in einem Video über den S2 gezeigt. Ist hier vom Prinzip her gleich. Also Martin und ich bauen jetzt erstmal alles aus und dann steigen wir wieder ein. Mittlerweile haben wir den kompletten Zahnriemen an der Vorderseite demontiert. Nockenwellenzahnrad ist auch schon runter. Jetzt machen wir die Ventilkammer auf. Bei so einer Aktion ist Sauberkeit alles. Das heißt, ich puste nochmal alles ab, damit nichts reinfallen kann. Die Schrauben von der Ventilkammer lösen wir im Zickzackmuster von außen nach innen. Sitzen im Normalfall nicht besonders fest, weil da ist eine alte Korkdichtung drunter. Nachdem die letzte Mutter raus ist, können wir das Blech hier, dieses Druckblech abnehmen. Eins. Auf der anderen Seite ist erstmal diese Führung für die Kerzenkabel. Runter. Und drunter kommt nochmal das gleiche Blech. Normalerweise sollte der Deckel dann mit Fingerkraft schon abgehen, wenn ich den kleinen Hammer schlage und dann ganz vorsichtig die Schläuche ein bisschen wegdrücken und dann geht er nach vorne ab. Dann kann man die Dichtung entnehmen, die geht hier so rum. So, wenn sie aus dem letzten raus ist, kann man sie auch wieder vorsichtig entnehmen. Die muss natürlich unbedingt neu. Und hinten steckt noch ein Gummistöpsel. Auch den müssen wir rausnehmen. Bei der Demontage der Nockenwelle müsst ihr ein paar Dinge beachten. Und zwar darf man die Lagerblöcke hier nicht vertauschen. Die Lagerblöcke sind folgendermaßen nummeriert. 1, 2 von vorne lesbar, 3 und 4 von hinten lesbar. Bei der Demontage beginnen wir mit Lagerblock 1. Den lösen wir mal vorsichtig. Und dann den. Die gleiche Nummer mit dem hintersten Block. Okay. Wenn sie mal lose sind, gehen sie ganz von alleine raus. Muss man schauen. Haben keine verlierbaren Scheiben. Sind Buntmuttern. Wir sollten nämlich fürchterlich darauf achten, dass da jetzt nichts in den Kopf fällt. Wenn der Lagerblock nicht kommen will, können wir ein bisschen anklopfen. Die gleiche Nummer mit dem hinteren Block. Mit ein bisschen Geruckel löst er sich. Los ist er schon. Ich habe ihn. So, dann nehmen wir den Lagerblock ab. Mit ein bisschen guten Zureden geht er dann raus. Bei der Demontage der Nockenwelle müsst ihr jetzt denken, dass zum Beispiel dieses Ventil gedrückt ist. Das heißt, die Nockenwelle steht unter Spannung, die von diesen zwei Lagerblöcken aufgebaut wird. Jetzt muss man die ganz langsam, immer viertelumdrehungsweise lösen. Und dann entspannen sich die Federn, die Nockenwelle wird nach oben gedrückt. So, die lösen wir jetzt mal eine Viertelumdrehung.
Den auch. Sicherheitshalber klopfen wir noch ein bisschen gegen die Böcke. Nicht, dass da einer klebt und wir drehen im Leeren. Und jetzt geht die Nummer weiter. Viertelumdrehung. 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 Wenn er genau hinschaut, seht ihr jetzt, wenn ich drehe, wie der Spalt größer wird. Wenn ihr ungefähr 2 Umdrehungen an allen 4 Schrauben habt, sind die Federn entspannt. Und auf dem letzten Drücker sind die Muttern dann lose geworden. Jetzt kann man sie gerade so abnehmen. Die Lagerblöcke können dann auch vorsichtig abgezogen werden. Seht ihr, die Nockenwelle liegt jetzt nur noch frei in der Landschaft. Den Lagerblock noch raus. Und ich kann die Nockenwelle vorsichtig entnehmen. Die Stößel und die Scheiben entnimmt er dann am besten mit einem kräftigen Magnet. Die Tassenstößel setzt er dann der Reihe nach ab. Um die Ventilschaftdichtungen bei eingebautem Kopf zu wechseln, muss man mit Druckluft arbeiten. Die Druckluft wird über einen speziellen Adapter in die Bohrung der Zündkerze eingeführt. Das ist noch ein Eigenbau, könnt ihr heutzutage aber auch aus China kaufen. Da gibt er dann den vollen Druck eines Kompressors drauf und somit kommt Druckluft in den Zylinder und die Ventile werden nach oben gedrückt. Danach braucht ihr ein zweites Spezialwerkzeug. Ihr müsst ja von oben auf die Ventilteller drücken, damit die Federn gespannt werden. Hier braucht ihr einen Gegenhalter, sowas könnt ihr auch kaufen, ihr seht, der Teil ist gekauft, das muss sich bauen, weil das, was aus China kam, hat absolut nicht gepasst. So, bevor wir jetzt den Drücker ansetzen, das kann sein, dass das hier verklebt ist, gibt er mit dem Kunststoffwerkzeug ein paar kräftige Schläge hier drauf, damit sich die etwas lösen. Dann könnt ihr jetzt hier oben drauf drücken und ihr seht, die Feder drückt sich nach unten und der Ventilschaft bleibt stehen. Dann setzen wir das Werkzeug möglichst mittig auf den Ventilteller an. Jetzt etwas und ich schnappe mir die Kegelstücke oben am Ventilschaft mit dem Magneten. Wenn die Kegelstücke haus sind, kann Martin das Ventil wieder entlasten. Jetzt könnt ihr den Ventilteller, das ist der obere Ventilteller, und die Federn entnehmen. In dem Modell haben wir 2 Federn. Die setzt ihr so hin, wie sie eingebaut waren. Also immer oben, oben, oben. Bevor wir die Schaftdichtung demontieren, messen wir noch, wie tief sie hier eingebaut war. Hier messe ich 25. Zum Ausbau der Ventilschaftdichtungen braucht er so eine spezielle Zange. Die greift hier das Ventil und dann zieht Martin die Zähne. Er drückt jetzt ganz nach unten, greift kräftig zu, dreht ein bisschen und dann plopp. Ja, das ist abgerutscht. Und er hat sie. So sehen die alten Ventilschaftdichtungen aus. Bei der Montage der neuen Dichtung ist es wichtig, dass man so einen Schutz benutzt. Der wird hier auf das Ventil aufgedrückt und sorgt dafür, dass die Ventilschaftdichtung nicht kaputt geht, wenn man sie über die Nuten drückt. Auf die neue Dichtung macht er so viel Öl, wie es irgendwie geht. Zu viel kann das gar nicht sein. Dann wird die Lage richtig. Der Simmerring ist oben aufgedrückt. Über den Kondom und dann bis in den Bereich geschoben, dass der Kondom wieder frei wird. Der Kondom wieder runter. Drücken braucht man einen speziellen Aufdrücker, wo die Dichtung genau reinpasst. Dann drückt Martin die Dichtung rein. Und zur Sicherheit einen kleinen Schlag.
Dann prüfen wir nochmal die Tiefe. 25 passt. Danach werden die Federn in ihre ursprünglichen Einbaulage wieder eingesetzt. Der Teller kommt oben drauf. Genau so war alles. Die Tasche der Kegelhälften müsst ihr aufpassen. Der kleinere Durchmesser muss unten, und damit die halten, macht ihr ein bisschen Fett drauf. Dann könnt ihr das mit Magnet einsetzen. Dazu muss aber das Ventil wieder gedrückt werden. Wenn er tief genug runterdrückt, dann kann ich hier den Kegel einsetzen. Und da müsst ihr aufpassen, dass der in der richtigen Nut sitzt. Der sitzt perfekt. Dann die zweite Hälfte von der anderen Seite. Die wehrt sich mehr. Ihr müsst schauen, dass die hier genau die erste Nut abdeckt. Und jetzt kann Martin das Ventil langsam entlasten. Und dann müssen sich die Kegelstrümpfe genau eindrücken. Seht ihr jetzt? Passt. Sieht gut aus. Und damit haben wir dieses Ventil erledigt. Martin und ich müssen das jetzt mit den anderen Ventilen wiederholen. Aber ihr wisst ja schon, wie das geht. Mittlerweile haben wir die Schaftdichtungen an allen 5 Zylindern gewechselt. Jetzt kann das Werkzeug wieder raus. Und die Zündkerzen ziehen wir auch gleich mit Moment an. Dann vergessen wir sie nicht. Stecker wieder drauf. Vor dem Einbau der Noggenwelle wischen wir die Lagerschalen gut aus und ihre Halterungen. Bevor wir die Noggenwelle einbauen, müssen wir nochmal schauen, dass die Kurbelwelle auf OT steht. Dieses O muss genau an der Kante stehen. Bevor wir die Noggenwelle montieren, wechseln wir noch den Simmering, dann brauchen wir nachher nicht einpressen. Also Rad ab, Feder raus. Den neuen Ring ölen wir gut an der Innenlippe, bevor wir ihn einsetzen. Wichtig ist immer, dass diese Feder innen nicht abspringt. Dann kommt die Halbmondpassfeder wieder rein. Bisschen Fett einsetzen. Bisschen Fett kann hier auch nicht schaden. Dann rostet das nächste Mal nicht so fest. Wenn ihr das einsetzt, müsst ihr aufpassen, die Beschriftung ist innen. Weil hier ist der Abstand größer wie hier. Und glatt ist und der Keil steckt in der Nut. Die Schraube können wir gleich mal ein bisschen anziehen. Richtig festziehen können wir es natürlich erst, wenn wir es blockieren. Gut. Bevor wir die Noggenwelle einsetzen, bekommen die Lagerschalen einen Tropfen Öl. An der Noggenwelle ist innen ein Punkt. Und der Punkt muss genau mit der Gehäusekante fluchten. Die Noggenwelle wird jetzt so eingesetzt, wobei ich hier auf den Punkt achten muss, damit er dann an der Kante fluchtet. Das zeigen wir euch gleich nochmal im Makro. Genau. So, beim Einsetzen der Noggenwelle müsst ihr auf die ganzen Leitungen, auch den Zug von der Dings achten. Dann müssen wir hier auf den Punkt kommen. Naja, so ungefähr wird das. Den Benzinpumpenhebel müsst ihr dann ein bisschen hochdrücken, sonst kommt er nämlich da nicht runter. So, jetzt schauen wir nochmal vorne nach dem Simmering. So sitzt er gut. Dieser Punkt hier muss genau mit der Oberkante hier fluchten. Dann kommt Öl auf die Lagerstellen. Die Lagerschalen auch ausgewischt, mit frischem Öl verteilt aufsetzen. Müsst ihr immer achten, die sind nummeriert. Das ist jetzt die erste Schale. Die ersten zwei sind von vorne lesbar und die hinteren zwei von hinten. Also tolle Idee. So, die sitzt schon mal ganz gut. Das ist die zweite Lagerschale, von vorne lesbar.
dreht sich die Richtung um. Jetzt muss das 3 von hinten lesbar sein. Hat sich mal wieder jemand was gedacht, ne? Und die vierte auch wieder von hinten. Bei der vierten merkt er dann, wenn das Axialspiel nicht stimmt, nicht runter. Das heißt, ich muss mit der Nockenwelle noch eine Idee nach vorne, weil die bestimmt das Axialspiel. Für den Anzug der Muttern habe ich verschiedene Anleitungen gefunden. Ich mache es immer so, dass ich an allen Lagerstellen mal vorsichtig aufdrehe, was geht, und dann ganz langsam mit Gefühl die Nockenwelle mit den Lagerteilen in Position bringe. Weil wir müssen ja den Druck der Ventilfedern überwinden. Und dann geht es ganz langsam. Immer da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen. Das macht er immer viertels umdrehungsweise die Welle langsam runter. Ihr seht dann, wie die Lagerschalen sich auf Position bringen. So, wenn die mal alle handfest sind, dann geht es mit dem Drehmomentschlüssel weiter. In der ersten Runde gebe ich mal 10 auf alle. Und dann von innen nach außen 20 Newtonmeter an jeder Lagerschale. Mittlerweile haben Martin und ich vorne Zahnriemen wieder montiert, Verkleidung. Jetzt geht es in unserer eigentlichen Reparatur weiter. Wir müssen die Ventilkammer schließen. Bevor wir sie schließen, müssen natürlich die ganzen Stopfen raus. Die Dichtfläche reinigen wir kurz mit Aceton. Im hinteren Teil müssen wir an diesen Stopfen denken. Der wird einfach gut mit Druck angesetzt. Dann haben wir hier die gute Gummidichtung, also nicht die Schrott aus Kork, sondern die gute Gummi, und die hat hier einen Bügel. Können wir also gar nicht verwechseln, wie das funktioniert. Warte. So, die setzt so schön einzeln über die ganzen Stehbolzen. Im vorderen Teil müsst ihr darauf achten, dass die hier gut in der Nut liegt. Aber bei der Gummidichtung ist das alles kein Problem. Ein bisschen Geduld und im Anheben aller Kabel bekommt man den Deckel dann unten durch. Die Bügel sind asymmetrisch, im hinteren Teil ist die lange Nase. Bis dann von hinten ansetzen, sonst kommen wir vorne unter der Zahnriemenverkleidung nicht durch. So sitzt sie. Nur mal von hinten ansetzen, dass man da unter der Zahnriemenverkleidung durchkommt. Und jetzt passt sie. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Jetzt können wir 10 Widerchen ansetzen oder noch mehr. Ich habe schon ausländische Autos gesehen, die hatten nur 2. Das ist ein bisschen Gefummel, weil ihr die Blechlasche von dem Schutzrohr mitnehmen müsst. Gut. Hier kommt noch die Masseleitung drunter. Hinten ist auch noch eine. Ganz vorne wird es ein beliebiges Gefummel. Dann zieht er die Schrauben von der Mitte her nach außen über Kreuz mal handfest an. Dann fange ich mal mit 5 Newtonmeter für alle wieder über Kreuz an. In der finalen Runde gibt es dann 10. So, und jetzt baue ich den Luftfilter, das Luftfiltergehäuse wieder ein. Vor dem Einbau müsst ihr auch die Schläuche wieder auf die richtige Position drücken. Wir hatten uns das vorher markiert, wo die 2 Schläuche hinkommen. Dann setzt er das Lager richtig auf. So, dann kommt der Ring wieder drauf. Denkt dran, es gibt nur eine Möglichkeit, den einzulegen. Dann passt das wunderbar. Dann kommen die Muttern wieder drauf.
Wenn das Ding auf Position sitzt, können wir die mal leidlich anziehen. Anzugsmoment 8 bis 10 Newtonmeter. Der Schlauch muss wieder drauf. Klemme leidlich festziehen. Und dann wird dieser Ansaugtrakt wieder montiert und drauf gedrückt. Legen wieder hinein. Das passt toll. Und den Deckel machen wir wieder drauf. Allmählich sind wir bereit für den Probelauf. Und legen wir die Batterie wieder an. Beim ersten Versuch lassen wir den Motor nur kurz schnappen. Martin? Es geht weiter. Weiter. Läuft wie am ersten Tag. Auch das haben wir wieder geschafft. Martin und ich sagen euch schon mal Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Video.